Na, soll ich dir noch Millimeterpapier und Geodreieck holen? Ja, ich will die Spülmaschine nicht erst nächste Woche anstellen. Hast du schon mal was von Energiesparen gehört? Ach, pff, blöde Frage. Du läufst ja schon seit Wochen auf Standby. Wieso? In Sachen Liebe zum Beispiel. Oder hast du Carla mal wieder getroffen? Nein. Und ich lege auch keinen gesteigerten Wert darauf. Wozu auch? Damit ich nachts wieder grübelnd im Bett liege? Und ich frag's, warum du dir zwei nervige Adoptivkinder zugelegt hast? Wenn Lisa und ich nicht wären, dann hättest du natürlich sofort die Karten auf den Tisch gelegt. Oder wir sind einfach eine prima Ausrede, damit du nicht ehrlich zu Carla sein musst. Du bist viel zu jung, um das zu verstehen. Was? Ach, dass du so feige bist. Was es heißt, Verantwortung zu tragen. Mit zwei Teenagern kann man nämlich nicht einfach seinen Partner nach Lust und Laune wechseln. Ich sag's doch, wir sind eine Ausrede. Na, meine Frau, sieht euch das an. Sagt, sie trifft sich mit einer Geschäftspartnerin. Hab ich auch. Heißt aber, sie plündert den ganzen Tag Geschäfte. Ich habe nur für deine Enkelkinder eine Kleinigkeit mitgebracht. Eine Kleinigkeit. Aber hoffentlich nicht dieses Videospiel. Nein. Hier, eins für Lisa und eins für Paul. Glaubst du, die gefallen ihnen? Klar. Paul? Kommt jetzt der nächste Vortrag über Verantwortung? Nein, Elisabeth hat ihr ein Geschenk mitgebracht. Ich dachte schon. Haben wir was verpasst? Arno, sei nicht immer so neugierig. Oh, man wird ja noch mal fragen dürfen. Paul sieht es nicht ein, dass er zumindest einmal in der Woche sein Zimmer saugt. Susanne ist sowas von spießig. Ja, sie ist meine Tochter. Und wegen sowas streitet ihr? Klar, dabei reicht einmal im Monat völlig aus. Eure Sorgen möchte ich haben. Paul? Ich muss zum Training. Oder willst du vielleicht mitkommen? Du hast doch so viel Verantwortung. Nein. Entschuldigung. Und danke, dass du Papa und Elisabeth nicht gesagt hast, warum wir uns gestritten haben. Geschenkt. Und mit deinem Vorwurf lagst du auch nicht ganz falsch. Ich habe euch als Ausrede benutzt. Aber das kommt nicht wieder vor. Und wenn schon, das ist deine Sache. Kann ich dann gehen? Susanne, viel Glück. Hallo, Susanne hier. Susanne, das ist ja eine Überraschung. Mensch, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Deswegen rufe ich an. Was machst du heute? Heute schlecht, aber was ist mit morgen? Morgen Abend? Ja klar. Wollen wir zusammen was trinken gehen? Gut, ich rufe dich nochmal an. Entschuldige, aber ich muss dich leider abwürgen. Ich bin mitten im Gespräch. Also dann, bis morgen. Okay, ich freue mich. Ciao. Tschüss. Du bist unsere Rettung. Kein Thema, ich war sowieso in der Nähe des Großmarktes. Oh, da wird er sich freuen. Mein Koch hat nämlich fast einen Nervenzusammenbruch bekommen, als er hörte, dass die Kräuter nicht mitgeliefert wurden. Das dürfte seine Nerven stabilisieren. Das denke ich auch. Ich gebe dir das Geld später, ja? Ja. Susanne, hallo. Carla. Hallo. Ich frage Frau Schneider noch wegen des Interviews. Ja, bin gleich wieder da. Das ist Mario, eine gute Freundin. Sie arbeitet für die Woman Style und schreibt gerade über Gastronominnen in Düsseldorf. Wie spannend. Sag mal, bist du gerade im Dienst? Mhm.
Könntest du uns dann zu einem netten Café am Rhein fahren? Wir wollen uns auch ein bisschen entspannen. Klar? Ja? Mhm. Von mir aus können wir. Okay. Hallo. Bernd. Danke. Schön, dass du uns fährst. Finde ich auch. Meinst du nicht, dass bei dem Wetter in den Cafés am Rhein ziemlich viel los sein wird? Ja. Ich denke, wir werden schon einen Platz finden. Oder? Wir fahren erstmal zu mir ins Hotel, hm? Auch keine schlechte Idee. Sag mal, haben in Düsseldorf alle Taxifahrerinnen so ein Temperament? Vielleicht soll ich mal was drüber schreiben, ne? Mach 13 Euro. Ich mach das. Okay. Tschüss. Stimmt so. Es stimmt so. 7 Euro zurück. Sag mal, was ist los mit dir? Du hast die ganze Fahrt über nicht geredet. Du bist irgendwie unfreundlich. Ich musste mich auf den Verkehr konzentrieren. Du hast doch ein Problem damit, dass ich lesbisch bin, stimmt's? Unsinn. Ja, was ist es dann? Kommst du? Gleich. Ist mir total auf die Nerven gegangen. Also doch. Nein, ich... Was ist los mit dir? Verdammt nochmal, ich bin verliebt in dich, das ist los. Du bist verliebt in mich? Ich mein's ernst. Ich wollte dir das sagen, damit du verstehst, warum ich gerade so reagiert habe. Wo bleibst du? Ich kann nicht mitkommen. Du machst Witze. Nein. Es tut mir wirklich leid, aber ich habe mal was Dringendes zu erledigen. Ja. Mir tut's auch leid. Es wäre besser gewesen, ich hätte es dir nicht gesagt. Ach, Quatsch. Wir können auch über alles reden. Geh jetzt bitte. Susanne. Geh. Ach, zurück? Das war aber eine kurze Schicht. War ein schlechter Tag. Ist was passiert? Nein, nichts. Ja, was guckst du so? Ich habe einfach nur einen schlechten Tag gehabt. Brandner? Guten Tag, Herr Brandner. Carla von Lahnstein hier. Ist Susanne zu sprechen? Ja, einen Moment. Carla von Lahnstein. Frau von Lahnstein? Ich glaube, Susanne geht es nicht gut. Sie wird sich wohl etwas hinlegen. Ja. Dann richten Sie ihr bitte gute Besserung aus. Danke. Das werde ich ausrichten. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Meine Tochter, das ist rätselhaft gewesen. Ja, bitte? Hast du einen Augenblick Zeit? Wann? Jetzt? Es wäre mir sehr wichtig. Können wir das bitte auch später verschieben? Wenn es gar nicht anders geht, gut. Heute Abend? Dir scheint ja sehr unter den Nägeln zu brennen, was? Ich möchte mit dir über meine Versetzung sprechen. Wieso sollte ich dich versetzen? Du gehörst zu meinen besten Leuten. Es hat nichts mit der Firma zu tun, es sind private Gründe. Gut. Ich melde mich bei dir, sobald ich Zeit habe. Danke. Hallo. Hallo. Keiner da? Ach, Paul, komm doch mal.
gibt's denn? Weißt du, was mit deiner Mutter los ist? Vorhin kam sie hier herein, völlig durcheinander, schnappt sich eine Flasche Bier, verschwindet nach oben. Vielleicht hat sie einen ätzenden Fahrgast, oder? Vielleicht. Dann gab es einen Anruf, Carla von Lahnstein, Susanne war nicht zu sprechen. Aha. Ja, muss ich aber doch selber mit ihr reden. Arno, das ist keine gute Idee. Worte bringen bei Liebeskummer gar nichts. Susanne hat Liebeskummer? Warum sollte sie sonst so komisch unterwegs sein? Sich auf ihr Zimmer verziehen? Jens Klein, Naja, ausschließen kann man es zumindest nicht. Hallo. Hallo, Charlie. Ja, entschuldige. Ja. Guten Tag, Herr Klein. Hallo. Haben Sie Lust, uns Gesellschaft zu leisten an der Bar? Oh, ein andermal vielleicht. Ich habe noch eine Besprechung mit Carla. Ja. Für ein Aperitif könnte es doch reichen, oder? Okay, einverstanden. Verzeihung. Ja, bis gleich dann. Ja. Ja, ich lasse euch mal allein. Ja. Arno, was hast du vor? Na, vielleicht muss man dem Glück der beiden nur etwas auf die Sprünge helfen. Oh nein, wenn du dich einmischst, dann bringt das nur Unglück. Na, lass mich nur machen. Susanne, du wirst schon sehnsüchtig erwartet. Weißt du, was Papa von mir will? Keine Ahnung. Ah, Susanne, da bist du ja. Na? Magst du was trinken? Dein Vater hat mich auf einen Drink eingeladen. Vielleicht erklärst du mir bitte mal, was das hier wird. Wieso? Was ist denn? Guten Abend zusammen. Guten Abend, Frau. Guten Abend. Tut mir leid, es ging nicht früher. Willst du immer noch reden? Oh, sicher. Also dann, vielen Dank für die Einladung. Auf ein nächstes Mal. Ja, gern. Nicht. Schönen Abend noch. Auf Wiedersehen. Danke. Sag mal, was hast du dir dabei gedacht? Susanne? Was machst du denn hier? Jens. Du, das im Schneiders, das tut mir leid. Okay. Ja, mein Vater hat mich eingeladen. Wenn ich gewusst hätte, dass du auch kommst. Vergeben und vergessen. Ich habe Carla um meine Versetzung gebeten. Wir werden uns also in Zukunft nicht mehr sehen. Ich wünsche dir alles Gute. Ich dir auch. Morgen. Susanne. So früh schon unterwegs? Ich wollte was mit dir besprechen. Gut, lass uns in mein Büro gehen. Nein, nein, es dauert nicht lange. Ich wollte mich für meinen Auftritt im Taxi entschuldigen. Wenn ich dir damit den Nachmittag verdorben habe, das war nicht meine Absicht. Nein, schon gut. Ich war etwas überdreht. Ja, am besten wir vergessen, was ich gesagt habe und laufen uns in der nächsten Zeit nicht über den Weg. Tschüss. Hallo, hier ist Lisa Brandner. Ich wollte mich nochmal bedanken, dass Sie mir beim Referat geholfen haben. Hab ich doch gern gemacht. Trotzdem möchte ich mich irgendwie revanchieren. Deshalb wollte ich fragen, ob Sie Lust haben, heute Abend zu uns zum Essen zu kommen. Lisa, das ist wirklich nicht nötig. Doch, bitte. Ich koche und Konstantin kommt auch. Also gut, dann bis später. Super, tschüss. Tschüss. Und ihr wollt euch wirklich auf diese Wette einlassen? Klar, die putzen wir mit links weg. Wo soll das Schlachtfest denn stattfinden? An der Strandbar. Aber ehrlich gesagt, wäre es mir lieb, wenn du nicht mitkommst. Wie bitte? Sorry, aber du lenkst uns nur ab. Nur, dass du es weißt. Ich wollte sowieso nicht mitkommen zu eurem blöden Spiel. Ich bin nämlich mit Elisabeth zum Shoppen verabredet. Ja, das nenne ich sechster Sinn. Kommst du mit uns anfeuern? Danke, aber auf eure Macho-Spielchen verzichte ich gerne. Komm, jetzt machen wir Suppe, oder?
Da. Da sieht's offen. Da ist offen. Hallo, Lisa. Ach, Lisa. Mit unserem Stadtbummel, das wird heute leider nichts. Wir haben ziemliches Durcheinander mit unseren Abrechnungen. Ja, ich muss gleich in die Brauerei und versuchen, das zu klären. Kein Problem. Aber einen Milchkaffee bekomme ich schon, oder? Klar. Willst du auch was frühstücken? Nee, danke. Wir holen das nach. Das ist versprochen, okay? Klar. Gut. Hi, Angelina. Ich heiße Lisa. Weiß ich doch. Glaubst du, deinen Namen würde ich vergessen? Das ist mir ehrlich gesagt egal. Ich merk schon, ich habe schlechte Karten. Du bist ja klar, dass du zu deinem Bruder halten musst. Auch wenn meine Jungs ihn und den kleinen Lord heute platt machen? Träum weiter. Gegen Konstantin und Paul sehen deine Jungs keine Sonne wetten? Die Wette gilt. Dann können wir eigentlich gleich los. Ich weiß nicht. Verstehe. Du bist wohl doch nicht so überzeugt von dem Sieg der beiden. Los! Ich lasse mir doch nicht entgehen, wie ihr verliert. Moment noch. Wir haben noch gar nicht über deinen Wetteinsatz gesprochen. Du hast da was. Na super, jetzt können die ausgleichen. Jetzt seid ihr fällig. Ja, Matchball. Was war das denn? Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe meine Wette so gut wie gewonnen. Von wegen. Yes, yes. Haben sie abgezogen. Ja. Ich wusste doch, dass ihr die Luschen platt macht. Ja, auf jeden Fall. Dankeschön, bitteschön. Hey. Hey! Du willst aber nicht etwa zu den Losern, oder? Schon vergessen, dass du noch Wettschulden bei mir hast? Unternehmen wir es. Bin ich Lisas Anstandsbauer? Wenn dir dieser Kai gefällt, sei doch froh. Wenn sie dir nicht ständig hinterher. Wenn du meinst. Danke, Stimze. Dankeschön. Wir können. Kann ich meine Wettschulden nicht ein anderes Mal begleichen? Die Sache dann vergessen? Nee. Wettschulden sind Ehrenschulden. Ich vergesse es bestimmt nicht. Doch nicht auf Mäuschen. Ich bin sicher, es gefällt dir, wenn du erstmal auf den Geschmack gekommen bist. Lass deine dreckigen Finger von, Lisa! Was hast du eigentlich für ein Problem? Du sollst ihn in Ruhe lassen, klar? Aha, und was passiert sonst? Brauchst du mich? Komm schon her, ich wehr mich nicht. Das ist mir doch zu blöd. Wie Weichei. Mach da, das hört auf! Hey. Lass mich! Bist du nicht noch ganz dicht? Seh ich? Ja, du! Warum gibst du die auf und den Markt noch ab? Das geht dich ja wohl nichts an. Komm, wir gehen besser. Weißt du echt noch, was er mit Paul gemacht hat? Was? Schon so spät? Natalie, wir müssen los. Oh. Gregor. Ja. Mir leid. Tschüss. Tschüss. Und lasst eure Portemonnaies stecken. Hm? Danke. Susanne. Hallo. Hallo. Entschuldige, wir sind in Eile, aber wir sehen uns später. Ja. Tschüss. Wieso später? Lisa? Nein, ich bin's. Ich frage mich, wo Lisa steckt. Ihr Gast ist im Anmarsch und sie lässt uns hier die ganze Arbeit machen. Sie hat doch nicht etwa... Nein, sie hat nicht Herrn Klein eingeladen, sondern Carla von Lahnstein. Carla? Ja, die hat dir doch beim Referat geholfen. Wenigstens bist du jetzt da. Nein, ich muss gleich wieder weg, Spätschicht. Oh nein, tu uns das nicht an. Ja, vielleicht kommt ja Lisa noch. Ja, und wenn nicht, ich meine, was machen wir denn dann den ganzen Abend? Kannst du die Schicht nicht tauschen? Das mache ich ungern, das ist so unzuverlässig. Hast doch ein Recht auf Feierabend. Und du bist schon so oft für andere eingesprungen. Ja, aber dann fehlt mir das Geld. Na, von dem einen Mal wirst du nicht verarmen.
Ja, also gut, ich tausche die Schicht. Ihr lasst ihr eh nicht locker. Aber Lisa kriegt noch was zu hören von mir. Dass die schöne Carla von Ladenstein ein solcher Albtraum für dich ist, hätte ich nur nicht gedacht. Mit der anderen Hand geht das natürlich viel besser. Mhm. Aber warte, ich kann noch was. So ein Ellison kann ich auch was. Ja, das kann doch jeder. Ja, dann probier's doch mal. Eine meiner leichtesten Übungen. Guten Tag, Frau von Ladenstein. Hallo. Entschuldigen Sie bitte die Verspätung. Ach, das macht doch gar nichts. Sie haben viel zu tun zurzeit, ja? Ja, ich muss auf Herrn Klein verzichten. Er ist leider schon in Frankfurt. Ah, das erklärt einiges. Das wussten Sie noch nicht? Doch, doch, Susanne hat es mir gesagt. Ich, alter Kuppler, dachte nur, man könnte vielleicht etwas kicken. Da ist sie. Hallo, Carla. Hallo. Entschuldige nochmal meine Eile vorhin. Wollen wir rüber? Ja, gern. Willkommen, Frau von Ladenstein. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Ja, nehmen Sie doch Platz. Entschuldigung. Danke. Wo ist denn Lisa? Ja, Lisa hat uns leider versetzt. Ach, sie ist gar nicht da? Ich weiß auch nicht, wo sie steckt. Aber wir können ja trotzdem schon mal anstoßen. Ja. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Sehr lecker. Hast du gekocht? Elisabeth. Ich liebe die italienische Küche. Besonders Penne all'Arrabbiata. Ich habe das zuletzt im Schneiders gegessen. Mit dir. Weißt du noch? Mhm. Oh, ist kein Wein mehr da. Entschuldigung. Was ist denn los mit dir? Nichts, ich habe nur ein bisschen Kopf. Na, lass das. Geh, ich mach das schon. Der Wein kommt. Wie geht es denn eigentlich Nico? Wir sehen Sie selten. Ich leider auch. Ich bin zu oft in der Firma. Grüßen Sie sich auf jeden Fall von uns. Mach ich. Ist ja komisch, dass ihr durch Nico gewissermaßen verwandt seid. Du doch dadurch auch. Ja, wie nennt man das dann? Halbcousin? Ich glaube, das zählt nicht mehr. Ihr entschuldigt uns. Bitte besuchen Sie uns bald wieder. Gerne. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. 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 Ah ja, möchtest du noch etwas Wein? Gern. Wollen wir rüber aufs Sofa? Ich hatte bisher keine Gelegenheit, aber ich wollte dir noch mal sagen, dass neulich im Taxi, ich weiß nicht, was da in mich gefahren ist. Du brauchst mir nichts zu erklären. Doch, ich hätte nicht von meinen Gefühlen anfangen sollen. Schon gar nicht in der Situation. Die Situation ist egal. Vielleicht. Ich weiß, dass du meine Gefühle nicht teilst. Ach, hätte ich doch bloß meine Klappe gehalten. Ich bin froh, dass ich Bescheid weiß. Ich fand dich sehr mutig. Und Offenheit gehört zu einer Freundschaft einfach dazu. Aber manchmal macht zu viel Offenheit einfach alles kaputt. Das wird uns aber nicht passieren. Das wäre zu schade. Danke. So, und jetzt wird nicht mehr drüber geredet. Cheers. Du hättest wenigstens anrufen können. Das stimmt. Du lädst ein und wir machen die ganze Arbeit. Ich sag ja, es tut mir leid. Oh, dicke Luft. Das haben wir gerade geklärt. So, kommt jemand mit? Zur Schule vielleicht? Ich hab erst zu dritten. Bei mir fällt auch die erste aus. Genügt ja, wenn einer schuftet. Tschüss. Tschüss. Ciao. Du hast ja übrigens Butter mehr. Mist. Dann doch das Blaue. Ging es gerade um gestern Abend?
Ja, lädt Carla ein und ist dann selbst nicht da. So hast du Carla immerhin noch gesehen? Ja, am Anfang war es der totale Krampf. Also als ich kam, war der ziemlich gut gelaunt. Es wurde ihr dann auch ganz nett. Vor allem, weil sie mir nicht mehr sauer ist, wegen, naja, weil ich mit der Tür ins Haus gefallen bin. Hat sie was dazu gesagt? So schlimm fand sie es gar nicht, wie ich dachte. Und wie sieht's von ihrer Seite aus? Ich bin für sie eine gute Freundin. Aber du machst dir noch Hoffnung, stimmt's? Ach was, gehst du bitte ran? Ja. Paul Brandner? Ah, hi, Konstantin. Jetzt? Okay, ich bin gleich im No Limits. Ja, ciao. Ich bin dann weg. Bis später. Tschüss. Au. Kai, hi, ich bin's Lisa. Ich wollte gleich ins No Limits. Sollen wir uns treffen? Ja, cool. Bis dann. Hi. Na? Schön, dass du auch frei hast. Na, für dich doch immer. Neuer Klingelton? Lass mal hören. Cool. Ach, hier ist. Der ist noch viel besser. Krass. Wollen wir uns nicht darüber setzen, dass ein zweiter Tisch frei geworden ist? Okay. Okay. Hi. 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 Alles klar? Ja, ja, alles bestens. Ist das die neue Flamme deiner Schwester? Keine Ahnung. Ich habe irgendwie auch keinen Bock mehr. Können wir irgendwo anders hingehen? Okay. Können wir zahlen? Ich bin sofort bei euch, ja? Okay. Weißt du schon, was du trinken möchtest? Nein. Zahlst du für mich mit? Klar. Super. Hi. Hallo. Kann ich Sie mal einen kleinen Augenblick sprechen? Ja, klar. Was gibt's? Wir stellen uns schon mal zwei Milchkaffee. Danke. Ich meine, es geht mich ja gar nichts an, was Sie sonst so machen und... Aber finden Sie es fair, wie Sie Susanne behandeln? Bitte? Halten Sie sich von mir aus warm, wenn Sie wollen. Aber verschonen Sie Susanne mit Ihren Spielchen. Sie hat schon genug Mist erlebt. Ach, Carla ist mir wirklich unangenehm. Ich werde mit ihm reden, natürlich. Tschüss. Hi. Ach, du kommst mir gerade recht. Sag mal, wie kommst du dazu, Carla zu beleidigen? Hab ich doch gar nicht. Ach ja, und warum ruft sie mich dann an? Ich hab ihr nur gesagt, sie soll nicht mit dir spielen. Das tut sie nämlich. Sitzt im No Limits, flirtet mit anderen. Mit wem sie sich trifft, ist ihre Sache. Und mit deiner Einmischung tust du mir auch keinen Gefallen. Ich wollte doch nur helfen. Darauf kann ich verzichten. Susanne, jetzt lass dich doch von dieser Lesbe nicht verrückt machen. Wieso Lesbe? Und wer macht hier wen verrückt? Ich bin dann oben. Geh zum Lisa. Hat sie sich vielleicht in eine Lehrerin verknallt? Nein. Pubertierende Teenager in diesem Haus, das ist ja nichts Neues. Es geht nicht um Lisa, es geht um mich, Papa. Ich habe mich in Carla von Lahnstein verliebt. Wohl ein Schock für dich. Ein Schock? Ja, das ist es wohl. Zweite Hiobsbotschaft in so kurzer Zeit. Die Nichte eine Hure, die Tochter auf dem besten Wege, eine Lesbe zu werden. Oh Gott, das Meer. Nicht schon wieder. Du verstehst mich ja doch nicht. Susanne. Die letzten Monate hat sich dein Leben komplett verändert. Die Trennung von Alex, die Flucht nach Deutschland.
deine Geschichte mit Jens Klein. Kann es denn nicht sein, dass dich momentan eine emotionale Verwirrung oder... Denkst du denn, dass ich nicht mehr weiß, was ich tue? Glaubst du, ich bilde mir meine Gefühle für Carla nur ein? Wissen es schon alle? Nun, Paul. Blöd von mir, dir das zu erzählen. Blöd von mir, hinterm Mond zu leben. Elisabeth, das riecht aber lecker. Ist das nicht? Cordero Patagonico, patagonisches Lamm. Als kleine Wiedergutmachung für heute Morgen, weil ich hab dich doch so angefahren. Ich meine, du hast es ja nur gut gemeint, als du Carla angesprochen hast. Eigentlich sollte ich mich darüber freuen. Ich wollte nur nicht, dass sie mit dir spielt. Ja, war wohl doof von mir. Ich habe alles noch viel schlimmer gemacht. Ich kann ganz gut auf mich selbst aufpassen. Hast du Arno eigentlich gesagt, dass du dich in Carla verliebt hast? Ja. Tut mir leid. Ja, mir auch. Aber was soll's? Wenigstens einer mehr, dem ich nichts vormachen muss. Aber dann können wir das Essen doch einfach wiederholen. Und diesmal koche ich wirklich für Sie. Oh, das halte ich für keine so gute Idee. Wieso? Ja. Schon gut, Papa. Ich erkläre es ihr. Jetzt mach doch nicht so ein Drama raus. Lisa verkraftet die Wahrheit schon. Für so jemand Anspruchsvollen wie Carla musst du natürlich was ganz Besonderes zaubern. Kein Problem. Na gut, mit Muffins backen lockst du keinen Hund in den Ofen vor. Ach, blöd, Mann. Vielleicht hätte ich auch gar nicht erst zum Essen kommen sollen. Aber ich dachte, Lisa hätte die Einladung mit dir abgesprochen. Hat sie nicht. Ich bin aber trotzdem froh, dass du sie angenommen hast. Ich fand den Abend auch sehr nett. Und das mit Paul, ich... Vergessen wir. Komm. Freundinnen. Oh. Und dann werde ich ja bestimmt noch mal so nett von euch bekocht. Oh ja. Lisa hat schon angedroht, das nächste Mal stellt sie sich wirklich selbst an Herd. Ach, Susanne, hattest du einen schönen Abend? Vor allem hatte ich einen anstrengenden Tag. Ja, ich auch. Es ist mir klar, was du zurzeit durchmachst. Zumindest bilde ich mir das ein. Aber was du mir da eröffnet hast, das kommt völlig überraschend für mich. Hat mich total überfordert. Ist so außerhalb meinem Denken. Wenn ich trotzdem was für dich tun kann. Ich fürchte, nein. Kleine, ich liebe dich doch. Ich respektiere dich. Deine Gefühle. Es ist dein Leben. Ja, dann erklär mir doch noch mal den Unterschied zwischen Bruttosozialprodukt und Bruttoinlandsprodukt. Ich gehe schon. Ach so, du meinst den Unterschied zwischen Bruttoinlandsprodukt und Bruttosozialprodukt. Mhm. Ja, da weiß ich. Frau von Landstadt, guten Tag. Hallo, Herr Brandner. Ich möchte zu Susanne. Ah, Susanne hat gerade angerufen. Sie verspätet sich etwas. Eine etwas längere Tour. Oh, kommen Sie doch rein. Danke. Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Gern. Ein Glas Wein vielleicht? Ja. Rot, weiß? Rot. Rot, gut. Nehmen Sie doch Platz. Danke. Guten Abend. Oh, guten Abend. Ich hoffe, ich störe Sie nicht. Ach was, wir waren sowieso gerade fertig. Guten Abend. Ach, und was ist mit dem Rezessionszyklus? Machen wir später. Mir raucht der Kopf.
Ich an deiner Stelle würde nicht so schnell flüchten. Kompetentere Nachhilfe in Wirtschaftsfragen wirst du kaum finden. Dankeschön. Bitte nehmen Sie Platz. Hallo. Danke. Sie setzen Ihr Know-how als Geschäftsfrau also in Lehre und Forschung ein, ja? Pauls Hausaufgaben, naja. Einer muss es ja machen. Hallo zusammen. Hallo. Tut mir leid, dass ich mich verspätet habe. Ich hoffe, ich habe dich nicht zu lange warten lassen. Ach, ich werde bestens versorgt. Oh, danke. Oh Mensch, ich kann mich gar nicht mehr umziehen. Du, wenn wir pünktlich ins Kino wollen, dann müssen wir jetzt... Susanne! Oh. Komm, bleib sitzen, ich kümmere mich. Ja, jetzt muss ich mich doch noch umziehen. Kein Problem. Ja, dann unterhalten wir uns eben noch ein bisschen. Ja, wie war das mit der... Ach ja, das Wissen als Geschäftsfrau. Hm? Haben Sie sich denn schon eingelebt als Bankdirektorin? Ja. Aber es war ein hartes Stück Arbeit, sich in dieser Position durchzusetzen. Es war gar nicht so leicht, das Vertrauen unserer Klienten zu gewinnen als Frau in führender Position. Aber das brauche ich Ihnen ja nicht zu erzählen. Sie haben ja sogar in der Baubranche Ihren Mann gestanden. Tja, man arbeitet sich ein mit der Zeit. Nur Ihren Bruder. Den konnte ich von meinen Fähigkeiten als Unternehmerin nicht überzeugen. Glauben Sie mir, hätte ich damals schon die Verantwortung gehabt, wäre Ryan Cosmetics niemals so abgewickelt worden. Tja, das ist ja nun leider nicht mehr zu ändern. Ich finde es wirklich sehr schade, dass wir nie Gelegenheit hatten, Geschäfte miteinander zu machen. Ach, wer weiß, vielleicht ergibt sich das eines Tages. Von mir aus können wir los! Moment! Haben Sie denn schon konkrete Pläne? Sollten Sie irgendwann mal an einer Finanzierung interessiert sein, lassen Sie es mich auf jeden Fall wissen. Also gerne, ich würde... Ich bin Mario. Also ich glaube, wir sollten jetzt wirklich los, sonst verpassen wir auch noch die Spätvorstellung. Nicht schlecht. Also wenn ihr heute keine Typen aufreißt. Wie kommst du darauf, dass wir es ausgerechnet auf Männer abgesehen haben? Auf was denn sonst? Ich für meinen Teil bevorzuge Frauen. Heißt das, dass die lesbisch sind? Ja. Wie praktisch. Bei dem Beuteschema kommt ihr euch wenigstens nicht in die Quere. Lisa, kommst du mal? Das musst du dir unbedingt ansehen. Also ich glaube, wir sollten jetzt wirklich los. Hab ich gerade bekommen. Hey, Finger weg von meinem Computer. Sagen Sie, mit der Finanzierung, haben Sie das vorhin ernst gemeint? Carla. Es tut mir leid. Wir reden anderes Mal drüber. Ja, es hat mich gefreut. Ja, mich auch. Tschüss. Wiedersehen. Naja, ich habe ja auch sonst nichts zu tun. Angelo, hallo. Schließen Sie schon oder kriegen wir noch was zu trinken? Sie bekommen noch was, selbstverständlich. Angelo macht die besten Long Islands der Stadt. Oh, klingt prima. Also zwei Long Island Eistee? Ja. Ich bin wirklich froh, dass wir den Film noch gesehen haben. Der war klasse. Ja, grandios, wie die beiden sich gestritten haben, wer das Sorgerecht nicht bekommt. Hör ich da so etwas wie Neid von der alleinerziehenden Mutter? Ich würde Lisa und Paul um nichts in der Welt hergeben. Allerdings würde ich meinen rechten Arm opfern, wenn die Pubertät nur zwei Wochen dauern würde. Naja, zum Glück nehmen Papa und Elisabeth mir viel Arbeit ab. Ich wüsste sonst gar nicht, wie ich alles unter einen Hut kriegen sollte. Elisabeth macht das wirklich großartig. Ich frage mich nur, wie sie das alles schafft. So, die Long Islands. Danke, Angelo. Bitte schön. Susanne. Ja? Es mag sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd anhören, aber ich hoffe, ich sende keine falschen Signale. Versteh mich nicht falsch. Ich mag dich wirklich gern. Aber eben nur als Kumpel. Ja, schon klar. Das ist okay für mich. Also, auf unsere Freundschaft. Cheers. Cheers. Wie war denn der gestrige Abend? Der Film war zum Brüllen. Und danach waren wir noch im Schneiders und haben ewig gequatscht. Oh, Entschuldigung. Hallo? Oh, nee, muss das sein? Ja, also gut, alles klar. Das war ein Kollege, der steht im Stau und hat gefragt, ob ich eine Arzttour für ihn übernehme. Eine alte Dame, die wartet wohl schon. Du hast doch noch gar nichts gegessen. Ich nehme mir was mit. Ah, oh, das Sushi sieht lecker aus. Ich bin dann weg. Du, das Sushi. Isst du nicht mit uns? Nein, keine Zeit. Tschüss. Nein. Was ist denn schon wieder los? Ein plötzlicher Anruf, sie müsste fort. Also das Mädchen halst sich einfach zu viel auf in letzter Zeit. Ach, weißt du, was ich tue?
Ich kontrolliere die Hausaufgaben der Kinder. Ich koche, auch wenn mir kein Mensch sagt, ob es zum Essen da ist oder nicht. Ach, Elisabeth, was ist denn? Ist schon gut. Macht ja nichts, dann essen wir eben alleine. Ach, übrigens, die Vorspeise ist ganz lecker. Daraufhin extra noch beim Japaner. Ach, Elisabeth, Wo ist das Sushi? Das Sushi hat, Susanne hat das mitgenommen. So, hat sie. Hallo. Hallo, Susanne. Na, das ging ja fix. Ja, der Kollege wollte mir zwar noch eine Fahrt aufs Auge drücken, aber man muss es ja nicht übertreiben. Oh, ihr seid schon fertig mit dem Essen? Das Sushi war mir übrigens super lecker. Könntest du öfter mitbringen. Viel war ja vorhin nicht im Kühlschrank. Ja, Susanne. Das ist dir also aufgefallen. Aber was du nicht siehst, ist, dass ich hier seit Wochen den Haushalt alleine schmeiße. Und wisst ihr was? Das steht mir bis hier. Ich habe das vorhin wirklich nicht böse gemeint mit dem Sushi. Davon gehe ich mal aus. Aber du musst mich auch verstehen. Taxifahren ist nun mal ein harter Job. Und nach dem ganzen Verkehrschaos und den nervenden Fahrgästen, da kann es schon passieren, dass man das Einkaufen vergisst. Danke. Das heißt aber nicht, dass ich deine Hausarbeit nicht zu schätzen weiß. Wenn du so viel Respekt vor anderer Leute Arbeit hast, dann nimm bitte zur Kenntnis, dass ich früher eine Firma hatte und dass ich als Geschäftsfrau voll im Leben stand. Das hat auch niemand vergessen, Elisabeth. Es ist nicht so, dass mich Abspülen intellektuell überfordert. Ich weiß, was du meinst. Als es mit Alex und mir noch gut ging und wir unsere Firma hatten... Susanne, wolltest du nicht noch aufs Amt? Dann musst du jetzt los. Oh, ja, stimmt. Bis später. Ich wollte nicht mit Susanne aneinander geraten. Aber diese Hausarbeit, das nervt manchmal dermaßen. Ich weiß. Bist du dir da so sicher? Eine Einkaufsliste. Ich weiß deine Mühe zu schätzen, Arno. Ich habe mit meiner Reaktion etwas übertrieben, aber jetzt übertreibst du. Alles eine Frage der Organisation. Es geht doch nicht darum, dass jeder mal den Tisch abräumt. Ich will wieder eine Aufgabe. Meinem Leben einen Sinn geben. Du könntest wieder bei Brandenburg einsteigen. Nein. Nein. Ich möchte was Eigenes. Entschuldigung. Cecile. Hallo. Hi. Hat Nathalie was für mich hinterlegt? Ja, guck mal da. Steht irgendwas Spanisches drauf. Ah. So, danke. Gibt's schon was Neues von Leo? Er ist gerade beim Arzt. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Weder noch. Ist eine reine Routineuntersuchung. Dann grüße ihn von mir. Mach ich. Hallo, Cecile. Und Wasser, bitte. Komm sofort. Wie läuft das Geschäft? Ach, nur lauter alte Damen, die sich von ihrer Wohnung zur Bushaltestelle kutschieren lassen. Wie soll ich denn da Umsatz machen? Ich würde dir gerne helfen, deinen Umsatz zu steigern, aber ich bin leider mit meinem eigenen Auto unterwegs. Carla, ich habe dich gar nicht bemerkt. Das müssen wirklich sehr anstrengende Fahrgäste gewesen sein, hm? Eher Ärger zu Hause. Die Kinder? Nein, die Frau meines Vaters, Elisabeth, meint, wir würden ihr die ganze Hausarbeit aufhalsen. Und, hat sie recht? Ich weiß nicht. Sie sagt, sie wäre als Geschäftsfrau früher glücklicher gewesen. Ich denke, das Problem liegt woanders. Und wo? Vielleicht passt es ihr doch nicht, dass ich und die Kinder eingezogen sind. Warum sollte sich Elisabeth hinter einer Ausrede verstecken? Meinst du wirklich, dass sie ihrem Unternehmen so sehr nachtrauert? Ich meine, es ist ja auch ziemlich viel Verantwortung und Stress. Ich wäre froh, wenn es los wäre. Also mir würde die Decke auf den Kopf fallen. Ich glaube, ich würde den ganzen Tag nur rumquengeln. Vielleicht sollte ich Elisabeth doch ein bisschen Arbeit abnehmen? Das wäre vielleicht gar keine so schlechte Idee. Und wo wir gerade vom Alltag einer Geschäftsfrau reden, ich muss in die Hole. Mach's gut. Ciao. Hat wohl jemand den gleichen Gedanken. Ja, womit mal wieder bewiesen wäre, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ich
Ich dachte, Elisabeth würde sich freuen. Vielleicht, wenn sie den Weg zum Kühlschrank findet. Wo steckt sie überhaupt? Weiß nicht. Einkaufen. Ja, und was machen wir jetzt mit unseren ganzen Vorräten? Gute Frage. So, die Tiefkühltruhe ist bis zum Rand voll. Kühlschrank auch. Obwohl ich nicht glaube, dass dieser Zustand lange anhält. Bei Pauls Appetit bestimmt nicht. Ja. Und Lisa ist Gott sei Dank auch noch kein Diätmann verfallen. Hallo, ihr beiden. Hallo, Schatz. Guten Abend. Ach, übrigens, schöne Grüße von Carla von Lahnstein. Von Carla? Och, was ist das denn hier? Muss gesaugt werden. Das übernehme ich. Ja, das macht Susanne. Gut, sehr gut. Ich ziehe nämlich meine eigene Firma auf und da werde ich in Zukunft nicht mehr so viel Zeit haben für den Haushalt. Eine eigene Firma? Ja, und ich habe gute Partner. Carla von Lahnstein und ihre Bank. Carla finanziert dein Unternehmen? Ja. Ach, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gut das tut, endlich wieder im Geschäft zu sein. Das freut mich für dich, Elisabeth. Danke, Arno. Carla und ich, wir werden in Zukunft eng, sehr eng zusammenarbeiten. Dann sollten wir anstoßen auf eine Neugründung. Ja, ich hole uns eine Flasche Champagner. Und dann erzähle ich dir alles von meiner Idee. Ich kümmere mich um die Gläser. Du doch auch. Nein, ich muss noch fahren. Paul, kannst du bitte die Wasserkisten in den Keller bringen? Na, das kann ich doch machen. Nein, nein, Paul kann ruhig auch mal seinen Hintern bewegen. Hi. Hi. Du hast gar nicht gesagt, dass du vorbeikommen willst. Na, ich dachte, jetzt wo Ferien sind, willst du vielleicht was Cooles unternehmen. Billard oder so. Ferien? Daran habe ich gestern Abend gar nicht mehr gedacht. Also, irgendwelche Hiobsbotschaften? Ich möchte eure Zeugnisse sehen. Oder müsst ihr die von mir verstecken? Nee, ich hole es gleich. Und ich zeig dir meins dann später, okay? Hm? Oh, so viel Hilfsbereitschaft ist mir direkt sympathisch. Ich kann mich noch genau erinnern, wie du mir damals dein Zeugnis vorenthalten wolltest. Genützt hat's ihr nichts. Lisa hat es zum Glück nicht nötig bei ihren guten Noten. Sie zeigt mir Zeugnis, wenn sie von der Verabredung mit ihren Freunden wiederkommt. Freunde? Was denn für Freunde? Ist sie mit diesem Kai unterwegs? Das klingt ja nicht so, als würdest du ihn mögen. Komm, lass gehen. Also ich fand ihn ganz nett. Nett? Der Typ ist der totale Freak. Konstantin, er hat damals die Flyer in der Schule verteilt und behauptet, Paul hätte AIDS. Weiß Lisa davon? Ach, sonst wäre sie doch kaum mit ihm befreundet, oder? Du hast das gewusst und nichts gesagt? Ja, klar, ich fand das damals auch total scheiße. Aber Kai und ich, wir haben das geklärt. Er hat sich sogar bei mir entschuldigt. Tut mir leid, Paul, aber ich finde, da reicht eine Entschuldigung nicht. Aber wieso? Was Kai getan hat, war mies und gewissenlos. Und mir passt es überhaupt nicht, dass Lisa sich mit ihm rumtreibt. Zwei Cola, bitte. Kommt sofort. Da hinten ist übrigens Lisa. Kannst du ja gleich mal sagen, was sie zu Hause erwartet? Ich weiß nicht. Es wäre nur fair, wenn du sie vorwarnst. Ja, ja, du hast ja recht. Hey, sie wird dir schon nicht den Kopf abreißen. Bekomme ich das schriftlich? Hey, Lisa. Hallo. Hast du mal ganz kurz Zeit? Sorry, aber ich will Kai und die anderen nicht warten lassen. Wir sehen uns. So gut habe ich nun auch wieder nicht gespielt. Die Jungs waren total beeindruckt. Also, sehen wir uns morgen. Wir können ja telefonieren. Super. Bis dann. Lisa, ich halte es für keine gute Idee, dass du diesen Kai triffst. Wieso das denn? Ich meine, was willst du von ihm? Du bist doch eigentlich in Konstantin verliebt. Aber Konstantin nicht in mich. Und außerdem, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Kai und ich sind Freunde, nicht mehr. Ich möchte trotzdem nicht, dass du ihn siehst. Jetzt kapiere ich gar nichts mehr. Heute Morgen fandest du ihn doch noch so nett. Ja, da wusste ich auch noch nicht, dass er diese widerlichen Flyer in der Schule verteilt hat. Überleg's dir bitte nochmal.
Strand, ne? Erst behauptest du, zwischen Kai und dir wäre alles okay. Und dann hättest du Susanne gegen ihn auf. Also, ich habe nichts gesagt. Aber wer... Das hat er nicht getan, oder? Diese miese Petze. Da hat jemand alte Ölfässer auf dem Grundstück verbuddelt und du musst dafür bezahlen? Ja, so sieht's aus. Leider. Brandner? Hallo, hier ist Carla von Lahnstein. Ach, Gräfin Lahnstein. Mit Susanne zu sprechen. Ja. Hallo? Hallo, Susanne. Du, ich bin gerade mit ein paar Kollegen im Schneiders. Hast du vielleicht Lust, dazuzukommen? Natalie kommt vielleicht auch noch, wenn ich sie endlich an ihr Handy bekomme. Ich fürchte, daraus wird nichts. Schade, warum nicht? Ich habe bis eben gearbeitet. Ich bin völlig kaputt. Auf ein Glas Champagner. Lieber ein anderes Mal. Na gut, dann erhol dich. Einen schönen Abend noch. Wünsche ich dir auch. Tschüss. Ja, alles klar? Carla wollte, dass ich noch ins Schneiders komme. Ja, was spricht denn dagegen? Dass zwischen uns alles geklärt ist und wir nur gute Freundinnen sind. Auf zum Bügelmarathon. Da habe ich einen Tipp für dich. In der Stereoanlage liegt eine fantastische Tango-CD. Die bringt dich in Schwung. Mal sehen, ob's hilft. Lisa, kannst du bitte die Spülmaschine ausräumen? Ich muss weg. Ins Kino mit Konstantin? Nein, ich treffe mich mit einer Freundin. Tschüss. Lisa! Ganz ruhig. Sie kann nichts dafür. Sie ist in der Pubertät. Irgendwann ist es vorbei. Hallo. Hallo. Ich dachte, meine Tochter wäre zur Besinnung gekommen. Nein, die hat es ziemlich eilig. Ja, sie sollte mir eigentlich helfen. Ich habe so einen Berg Arbeit. Was, du hast keine Zeit für einen Kaffee? Doch, natürlich. Wenn ich die Küche aufgeräumt, die Buchhaltung gemacht habe und diesen Riesenberg Wäsche gebügelt habe. Warum müssen sich Teenies eigentlich 10-mal am Tag umziehen? Gut, dann feiern wir eben hier und ich helfe dir. Glaubst du etwa, ich hatte noch nie ein Bügeleisen oder einen Putzlappen in der Hand? Vergiss es, das wäre noch schöner. Ja, vor allem bei dieser Musik. So, her mit dem Bügeleisen. Ja. Danke. Ja. Ihr seid fast abgestürzt? Ich dachte echt, das war's. Gregor ist soweit wiederhergestellt. Deswegen bist du nicht an dein Handy gegangen. Entschuldigung. Warte mal ganz kurz. Ich muss eben in die Taxizentrale die Abrechnung abgeben. Kommst du mit? Ich mach das hier schnell fertig. Da bin ich wieder. Natalie, ich bin so froh, dass euch nichts passiert ist. Wo bist du eigentlich? Bei Susanne, ich bügle ihre Sachen. Aha. Nichts aha. Wir sind nur gut befreundet. Zwischen uns ist alles geklärt. Na gut, dann will ich dich nicht länger bei der Hausarbeit stören. Wir telefonieren. Okay, bis dann. Tschüss. Hallo, Lisa. Was machen Sie hier? Deine T-Shirts bügeln. Ich habe im Fernsehen gesehen, dass Sie zur Geschäftsfrau des Jahres gewählt worden sind. Ich wurde nominiert. Ja, aber Sie gewinnen doch bestimmt. Wie kommst du darauf? Sie leiten ganz easy eine Bank, haben mehrere Angestellte, bügeln nebenbei bei uns die Wäsche, bekochen uns. Müsste meine Jury eigentlich mal stecken. Ja, aber genau das ist der Punkt. Ich habe tolle Mitarbeiter, einen Vater, der mich berät und jede Menge Leute, die mich unterstützen. Eigentlich hat jemand wie deine Mutter so eine Auszeichnung verdient. Sie leistet viel mehr als ich und hat kein Team, das ihre Arbeit erledigt. Doch, Paul und ich helfen ihr total viel. Als sie nach Deutschland gekommen seid, das hat sie ganz allein durchgezogen. Schau, ihr geht hier zur Schule, fühlt euch wohl. Sie hat einen neuen Job und ist nebenbei eine tolle, entspannte Mutter. Sowas ist bewundernswert. Und danke nochmal für deine Hilfe. Ich hoffe, ich kann mich irgendwann revanchieren. Auf dem Schloss müssten die Fenster geputzt werden. Ich wusste, da ist ein Haken dran. Darf ich dich heute Abend auf einen Cocktail einladen? Aber ich zahle. Na, das sehen wir noch. Jetzt muss ich los, mein Geschäftspartner wartet schon. Ja, und ich stürze mich auf den nächsten Programmpunkt, Buchhaltung. Tschüss, tschüss. Ich verziehe mich dann mal. Ja. Wie war dein Gespräch mit Herrn Wagner? Die Entsorgung für das Grundstück wird teurer als angenommen. Wegen der Kredite müsste Herr Wagner erst mit seinen Chefs sprechen. Arno, ich werde mein Geld unter diesen Umständen auf keinen Fall von Brandner Bau abziehen. Doch, Elisabeth.
Was soll uns das bringen? Du musst vielleicht Konkurs anmelden und ich würde mir dann ewig Vorwürfe machen. Willst du das? Nein, aber ich will auch nicht, dass du in einem halben Jahr mir Vorwürfe machst, weil du deine Geschäftsidee nicht verwirklichen konntest. Das würde ich nicht tun. Du ziehst das durch mit deiner Firma und den Rest schaffen wir schon irgendwie. Ach, Brandner? Hallo, hier ist Carla von Lahnstein, ist Susanne zu sprechen. Susanne, ja, natürlich, sofort. Susanne, Telefon. Moment. Sie kommt gleich. Gut, ich warte, danke. Carla. Hallo Carla, mit dir habe ich gar nicht gerechnet. Ja, mein Termin ist geplatzt. Oh, das tut mir leid. Ach, mir gar nicht. Es ist auch viel zu schön, um zu arbeiten. Deswegen wollte ich auch fragen, ob wir uns früher treffen können. Jetzt? Ich denke, wir sehen uns heute Abend. Ja, also wenn du keine Zeit hast, dann bleibst du natürlich bei heute Abend. Aber ich dachte, vielleicht können wir skaten gehen. Inlineskaten? Ja, ich habe das schon seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung, ob ich das überhaupt noch kann. Das ist wie Fahrradfahren, nur einfacher. Macht viel mehr Spaß. Komm mit. Ich habe überhaupt keine Skates. Okay, welche Schuhgröße hast du? 39. Siehst du, passt doch. Kriegst du mein zweites Paar. Oder willst du nicht? Doch, natürlich. Wo treffen wir uns? Am Rheingott-Pavillon. In einer halben Stunde? Okay, ich beeile mich. Okay, bis dann. Super. Tschüss. Hallo, Schatz. Oh, schlechte Nachrichten. Wie man es nimmt. Die Bank hat uns den Kredit nicht gekündigt. Na, das ist doch immerhin mal was. Aber den Kreditrahmen werden sie uns nicht aufstocken. Und da ist gar nichts zu machen. Wagner meint, solange nicht abzusehen ist, wie teuer die Bodensanierung wird, sind wir in die Hände gebunden. Und wann steht das fest? Sowas lässt sich mit Sicherheit erst während der Sanierung feststellen. Wer weiß, wie viel Altlasten hier noch anfallen. Ja, was soll's. Ich durchforste oben mal unsere alte Kundenkartei. Vielleicht kann ich den einen oder anderen Auftrag an Land ziehen. Ja. Möchtest du auch einen Tee? Das ist eine gute Idee. Ja. Ach, ist Jana schon wieder weg? Was wollte sie eigentlich? Jana. Ihren Lieblingsonkel besuchen. Entschuldigung, Papa, bitte. Hey, so sportlich. Ja, ich bin mit Carla zum Inlineskaten verabredet. Das kannst du? Ja. Nein. Naja, also nicht wirklich. Ich habe seit Ewigkeiten nicht auf den Dingern gestanden. Ich fürchte, ich werde mich bis auf die Knochen blamieren. Also solange du dir nicht alle Knochen brichst. Ich bin bestens ausgerüstet. Na dann, viel Spaß. Danke. Ach, grüß Carla von Lahnstein von mir. Schön, dass ihr euch angefreundet habt. Hallo, Carla. Hallo. Wozu brauchst du denn zwei Paar? Die sind für eine Freundin. Wir wollen skaten gehen. Ah. Keine Sorge, die Consulting-Firma hat die Besprechung abgesagt. Ich vernachlässige nicht die Geschäfte. Auf den Gedanken wäre ich nicht einmal gekommen. Ist so schön, dich so fröhlich zu sehen. Ja, mir geht's wirklich gut. Danke. Ja, also. Bis dann. Bis dann. Carla? Ja? Viel Spaß. Es wird ein Fiasko. Du bist doch sportlich. Wo sind denn hier die Bremsen? Bremsen sind was für Feiglinge. Oh. Alles klar? Ja. Gut, los geht's. Thank you.
Immer noch Stress wegen mir. Susanne? Nee, die habe ich voll im Griff. Oh Gott, ein Berg, ein Hindernis. Dann können wir noch mal ins Kino. Susanne? Lisa? Lisa. Susanne? Wir haben uns bloß zufällig getroffen. Na, dann will ich das mal glauben. Und du bist nicht sauer? Nein. Sag mir, also, ich bin nicht gerade begeistert, dass du dich mit diesem Kai triffst. Aber ich kann dich ja nicht den ganzen Tag einsperren. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Da kannst du mal sehen. Bis später. Die ist völlig handsam. Wenn ich nicht besser wüsste, würde ich sagen, die ist auf Drogen. Ich hatte schon lange nicht mehr so viel Spaß. Ich auch nicht. Und jetzt machen die Dinger schon das, was du willst. Ja, geht gerade so. Ah! Obwohl ich bestimmt gleich wegen verkehrsgefährdendem Verhalten den Taxischein abgenommen bekomme. Was, das kann passieren? Ach, Quatsch. Aber das wäre ein Spaß wert. Langsam habe ich einen Dreh raus. Ja. Na, wie wär's? Nur ein kleines Rennen. Okay. Wer zuerst da hinten an dem Basketballfeld ist, ja? Okay, auf die Plätze. Fertig. Los. Das war knapp. Komm weiter. Ist das schön hier. Richtig romantisch. Hier ist Hannah gestorben. Was? Letztes Jahr. Mir ist, als ob es gestern war. Du Arme. Das ist ja schrecklich. Es tut immer noch weh. Ich werde nie wieder einen Menschen so lieben können wie Hannah. Dort ist sie in meinen Armen gestorben. Hier ist die Erinnerung an sie so stark. Verstehe. Er war so ein wundervoller Mensch, so perfekt. Für mich jedenfalls. Ich muss los. Wieso? Ich dachte... Bis dann. Na, geht's nicht mehr? Was? Was immer man mit diesen Dingern anstellt. Mittelprächtig. Na komm, bisschen Übung. Ach, Papa, lass es bitte. Was ist denn passiert? Nichts, bis auf die Tatsache, dass der Nachmittag total daneben war. Daneben gerollt, was? Papa, Carla, ist nicht so einfach für mich. Ja, das kann ich mir vorstellen. Weißt du, mit einem Mann wäre es ja doch Papa. Vielleicht auch einfach. Schon gut. Entschuldige bitte. Susanne ist noch in dich verliebt, egal was sie dir gesagt hat. Und du erzählst ihr von der großen Liebe deines Lebens. Da wärst du doch auch enttäuscht und verletzt, oder? Ja, das erklärt wahrscheinlich einiges. Das erklärt alles, Carla.
Nichts gegen eine platonische Freundschaft, aber das funktioniert echt nur, wenn beide es wollen. Und so wie ich die Sache einschätze, erwartet Susanne was ganz anderes. Ja, aber was soll ich denn jetzt tun? Wie soll ich mich ihr gegenüber verhalten? Am besten wäre es natürlich, wenn ihr euch gar nicht mehr seht. Aber ich will sie nicht verlieren als Freundin. Auch wenn Hannah für mich immer ein Thema sein wird. Warum sprichst du nicht mit ihr? Es hat keinen Sinn. Ich bin für Carla nur eine gute Freundin. Nicht mehr und nicht weniger. Aber das reicht mir nicht. Ja, mehr ist nicht möglich, so sieht's doch aus. Zurzeit jedenfalls. Ja, ich weiß. Und deswegen möchte ich sie auch erstmal nicht mehr sehen.